ist einfach so warm. Halleluja. Ich versuche gerade für Berlin zu packen und es ist irgendwie so schwer. Ich überlege gerade, ob der Koffer reicht, mein kleiner, oder ob ich den großen brauche. Ich muss jetzt mal schauen, ob hier alles reinpasst. Ich dachte, ich probiere es erstmal. So warm, es wäre ein bisschen 30 Grad, wenn ich in Berlin bin. Ich freue mich so. Ich gehe übrigens mit zwei Freundinnen. Wir fahren heute um 0 Uhr los. Also wir nehmen Flixbus, das war auch voll günstig. Und fahren dann 7 Stunden nach Berlin. Okay, ich glaube irgendwie, das wird nichts. Ich nehme die Schlüssel. Hi. Hi. Ich muss nochmal umpacken. Warum? Weil der Koffer zu klein ist? Ja. Ich auch. Achtung, Achtung, Achtung. Hier ist mein zu kleiner Koffer. Und da haben nicht mal all meine Klamotten reingepasst. Jetzt nehme ich auch einen größeren. Meinen Koffer habe ich dann doch noch gepackt. Die Elena ist da. Der Finn ist auch da. Man hat dich gesehen auch in einem Video, als du hochgekommen bist. Cool. Ja. Okay, jetzt nehmen wir unseren Flixbus um 0.15 Uhr, fahren 7 Stunden, kommen um 7 Uhr an, damit wir irgendwie noch bis um 14 Uhr warten müssen, bis wir zu unserem Airbnb rein können. Also, und ich lege mich entspannt in mein Bett und schlafe. Wir haben den Trip unseres Lebens. Woo! Ich will das nur mal ganz kurz dokumentieren. Ich dachte, ich filme das mal, bevor es unordentlich wird. Hier ist so eine kleine Küche. Und das ist hier das Bad. Ja, und das war es eigentlich schon. Als ob hier so viele Hasen einfach sind. Wie süß. Oh. Wir sind im Tiergarten, das ist direkt bei uns, also neben dem Airbnb, voll zentral. Es ist so schön hier. Mann! Guck mal, wie groß die ist. Halt mal deine Hand daneben an. So. Bei uns sieht es gerade so unordentlich hier aus. Leute, wir müssen echt spülen. Wir haben sogar alle so ein Bagel. Oh, das sieht echt so süß aus. Meine Tüte, dann die Lena. Hat auch ein bisschen was. Ich muss mal kurz den Pulli zeigen. Ja, der ist voll schön. Hat das noch so voll? Ah, die sind aber voll süß. Es sieht hier irgendwie so cool aus. Guck mal, wie lecker die Pizza aussieht. Elena, oh! Ist ja immer so unordentlich hier. Wir gehen heute zu dem... Warte, wie heißt das? Studio of Wonders. Soll ich das nochmal sagen? Ja. Wir gehen heute zu den Studio of Wonders. Also, da kann man irgendwie Fotos machen und... Ich weiß nicht, das sah irgendwie online ganz cool aus. Mir wurde es auch öfters empfohlen. Das machen wir heute. Und wir gehen davor jetzt noch schön wieder frühstücken. Ich habe ein bisschen Hunger. Also jetzt ist es auch schon relativ spät. Wir waren gestern halt noch relativ lang
back, deswegen sind wir jetzt auch erst um 10 aufgestanden. Direkt bei uns beim Tiergarten ist jetzt so ein kleiner Trödelmarkt und wir dachten, wir schauen uns das einfach mal an und laufen ein bisschen drüber. Ich habe mir den Ring geholt. Die Lena hat sich den geholt. Aber voll süß. Zum Frühstück essen wir jetzt Sushi. Weil es jetzt schon eins? Ist schon eins? Wir waren viel zu lange auf dem Flohmarkt. Wir waren so lange auf dem Flohmarkt. Ich habe mir noch ein paar andere Ringe geholt. Aber hier sieht es eigentlich voll süß aus. Ich habe mir so viele Ringe gekauft. Aber ich finde, die haben alle so was Besonderes. Und ich finde, solche Ringe findet man halt sonst irgendwie nirgendwo, außer auf Flohmärkten. Und jeder Ring hat nur so zwischen 8 und 10 Euro gekostet, also es geht echt total. Ich finde die voll schön. Das ist irgendwie so ein Opal, keine Ahnung, der sieht auch so schön aus. Die Ringe hat die Lena heute gekauft, also auch voll schön. Ich finde vor allem den da voll schön, weiß nicht, oder, na, ich finde die irgendwie alle schön und den? Den ist auch schön. Findest du den? Aber der ist irgendwie auch voll cool. Und das sind ihre anderen Ringe. Boah, die sind voll heiß. Oh, nein! Ich habe auch so Lust gerade auf Sushi. Hello, Mona. I missed it. Ich bin irgendwie ein bisschen müde. Ich auch. Echt nicht? Das war so mit das beste Sushi. Das war so, so lecker. So lecker. So lecker. Ja. Aber ich bin so voll. Studio of Wonders. Oh, das sieht aber cool von drin aus. Guck mal. Oh mein Gott! Sind wir uns auf dem Boot? Ah! Hä, wie cool! Ah, oh, nice! Von Loi, guck mal da oben. Oh mein Gott. Oh, das ist erzählen. Hier gibt es die Tür. Oh, ein Dschungel. Es ist wirklich so warm. Ich sehe jetzt vielleicht ein bisschen crusty aus. Was für ein Wort, aber irgendwie, ich muss mich noch ein bisschen frisch machen. Ich treffe mich nämlich gleich mit der Hannah. Wir gehen heute Abend essen und die Elena und die Lena sind gerade einkaufen. Die fahren nämlich, also die wollen sich so ein paar Sachen für die Fahrt holen. Die fahren nämlich heute schon wieder zurück nach Hause. Ich nicht, weil ich mich heute mit der Hannah treffe und morgen mit meiner Managerin. Wir gehen einfach nur noch so schön brunchen und ich lerne sie endlich mal persönlich kennen. Und dann fahre ich morgen, also einen Tag später einfach. Ich wollte euch mal die Klamotten zeigen, die ich secondhand gekauft habe bei Vino Kilo. Aber das war eigentlich nur so ein Flohmarkt. Ich habe da nämlich einige Sachen gekauft. Ich habe vor allem ein paar T-Shirts. Ich dachte, die kann man halt echt cool irgendwie croppen oder so. Ich glaube, pro Kilo hat man so 30 Euro oder so bezahlt. Also ich habe für alle Sachen um die 60 Euro bezahlt, was halt echt in Ordnung ist, weil ich wirklich viele Sachen habe. Ich habe mir zum einen das T-Shirt gekauft. Da steht einfach so Reebok drauf und ich dachte, das ist voll cool, wenn ich das hier entweder so binden würde oder wenn ich es einfach croppen würde. Das mache ich wahrscheinlich bei mit den meisten T-Shirts. Das fand ich auch cool. Bei dem war ich mir eigentlich unsicher, aber ich weiß nicht, ich fand cool, dass da so Colorado Hockey draufsteht und hinten auch noch sowas. Das crop ich auf jeden Fall. Und wenn nicht, ziehe ich die Shirts irgendwie zum Schlafen an oder so. Da war ich irgendwie richtig stolz drauf. Ich habe so ein Champion-T-Shirt gefunden, das ist zwar auch riesig, aber das crop ich dann auch oder mache das auch wieder kleiner oder keine Ahnung. Das saß eigentlich auch ganz cool. Vielleicht kann ich das auch als T-Shirt-Kleid anziehen. Ja, mal schauen. Und dann noch das hier. Ich fand irgendwie das hier vorne ganz cool und hinten war auch noch sowas drauf. Irgendwie, ich weiß nicht, fand ich ganz nice. Aber das Beste sind halt wirklich die Hoodies. Ich weiß nicht, ich finde, der sieht gar nicht so besonders aus, aber angezogen ist der so schön. Und dann habe ich noch so einen Hoodie, der ist auch so schön und der ist halt auch riesig. Aber ich lieb's.
Also, ich bin mega happy mit den ganzen Sachen. Die Zeit hier ging so schnell um. Es war wirklich so schön hier. Wir haben auch so viel erlebt. Ich bin halt mega happy, dass ich auf Instagram immer nach Städtetipps fragen kann. Ich kriege dann voll die Insider-Tipps. Ich kann wirklich alles weiterempfehlen. Das Sushi heute war so lecker. Also da könnte man auf jeden Fall hingehen. Holzgarten gestern war wirklich so schön. Also oder generell, wir haben irgendwie die ganze Zeit so schöne Sachen gemacht. Die eine Dachterrasse, wo wir abends nur noch so Cocktails getrunken haben, die war auch richtig schön. Ich kann eigentlich alles empfehlen. Das waren halt wirklich auch alles Tipps von euch. Wie fandet ihr Berlin? Ich finde, wir haben voll coole Sachen gemacht, halt irgendwie, weil wir voll viele Tipps hatten. Irgendwie, was ich ganz kurz sagen wollte, ohne dass sich das jetzt so anhört, so, ah, wir wurden die ganze Zeit angemacht, aber nein, also es war so, als Kompliment, ich sehe das gerade gar nicht als Kompliment, das war eher schon so ein bisschen, also, das war eklig irgendwie. Also, vor allem, wenn man halt alleine als Mädchen so in Berlin rumläuft, ich bin ja jetzt noch alleine hier. Ich finde es echt ein bisschen gruselig. Also von Frankfurt oder so ist man es ja wirklich nicht gewöhnt. Ja, wir haben ja nicht gezählt an einem Abend, glaube ich, so 8-9 Mal oder so. Ich glaube, es war mir. Aber dann auch ab und zu halt wirklich nicht so cool, süß angemacht ist, weil wir süß angesprochen worden sind, sondern eher so, hey, schönen Abend, geile Ärsche oder was. Also, ja, das ist ekelhafte Blicke. Nee. Wir haben das nicht als Kompliment genommen. Wir wollten das alle wirklich nicht so. Nee, keine Ahnung. Ich will nicht, dass es so rüberkommt, so, hey, wir wurden die ganze Zeit eingeladen. Ja, das war halt eher so negativ. Oh.